Willkommen zur 11. Folge von Brosetti will predigen, dem Format, wo ich den Niedergang der deutschen Satire am Beispiel der Beiträge von Sarah Brosetti auf dem ZDF-Satire-Kanal aufzeige. Heute soll es um Brosettis Meinung zum Friedensmanifest von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gehen. Es ist auf schlimme Art faszinierend, dass jemand wie Putin, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Moral hat, die Welt vor solch ein moralisches Dilemma stellen kann. Waffenlieferungen an die Ukraine. Schön, dass es schon im ersten Satz sagt, worum es ihr geht. Es geht ihr um, ja, es geht ihr um Moral. Es geht nicht darum, dass Leute verschiedene materielle Interessen haben, sondern es geht erstmal um Moral und man hat angeblich verschiedene moralische Abwägungen. Dass es darum überhaupt nicht geht, dazu werden wir im Laufe dieser Folge hoffentlich noch ausführlichst kommen. Ukraine, ja oder nein? Wenn ja, wie viele und welche und wann? Wo ist die rote Linie? Gibt es eine? Das ist keine moralische Frage. Wir sollten fragen, sind Waffenlieferungen an die Ukraine in unserem Interesse? Habe ich persönlich ein Interesse daran, dass dieser Krieg immer weiter in die Länge gezogen wird? Dass, ja, Russland geschwächt wird, das ist ja die Überlegung des Westens. Ist das in meinem Interesse oder will ich lieber, dass wir friedlich Handel mit Russland treiben, dass wir dort endlich Frieden schließen? Beziehungsweise habe ich überhaupt irgendein Interesse an der ukrainischen Ostgrenze? Kann es mir nicht egal sein, wo die ukrainische Ostgrenze, um die da gerade gekämpft wird, genau verläuft? Das ist die Frage, die man sich stellen sollte. Es wird euch freuen zu hören, dass ich eine Antwort auf all diese Fragen habe. Und damit herzlich willkommen zu Brosetti will reden. Ich weiß, das soll jetzt eine Überspitzung sein, aber das, so wie Brosetti das hier sagt, will sie ja ein bisschen Selbstironie vermitteln, aber das ist in Wahrheit keine Selbstironie. Brosetti setzt ihre eigene Moral, die immer konform mit dem ist, was die Regierung gerade will, sie setzt ihre eigene Moral als absolut und wer sich nicht daran hält, der ist böse oder dumm. Das haben wir in verschiedenen Folgen schon so gut herausgearbeitet, dass ich das ja hier, glaube ich, ja nochmal erwähnen kann. Also schaut euch die letzten Folgen an. Brosettis Fazit, wenn sie versucht hat, moralisch zu argumentieren, war eigentlich immer, jeder, der nicht meiner Meinung ist, der ist böse oder dumm. Beim Thema Abtreibung, da sind ihr dann solche moralischen Pauschalurteile plötzlich zuwider gewesen, weil bei dem Thema eben von der anderen Seite so hochmoralisch argumentiert wurde. Also so schnell kann es gehen. Aber wir wollen uns jetzt wieder dem Ukraine-Krieg zuwenden. Kommt meine Antwort auf die Frage, wie weit die Waffenlieferungen an die Ukraine gehen sollten. Ich weiß es nicht. Und mehr noch, ihr wisst es auch nicht, was aber viele zu vergessen scheinen. Ach, jetzt gibt's doch keine allgemeine Moral mehr. Es gibt ja, wenn man unsere fröhlichsten NationalistInnen ausnimmt, die einfach grundsätzlich nicht interessiert, was in diesem mysteriösen Ausland passiert und die noch nicht verstanden haben, dass ein Sieg von Putins Russland in der Ukraine auch zu einer Gefahr für die deutsche Kleingartenidylle wäre. Inwiefern? Also, inwiefern tangiert es irgendeinen Deutschen, welche Regierung in Kiew an der Macht ist? Inwiefern tangiert es einen Deutschen, ob das ein pro-russisches oder ein pro-amerikanisches Regime, ja, von Subsidien aus dem jeweiligen Ausland lebt und die dortige Bevölkerung ausplündert? Inwiefern interessiert das irgendeinen Deutschen? Werden könnte, wenn man diese Menschen ausnimmt, gibt es ja einen relativ breiten Konsens darüber, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn die Ukraine sich gegen den Angreifer Russland wehren könnte und sich möglichst bald gar nicht mehr wehren müsste. Also. Gibt es diesen Konsens? The West is not ready for peace yet. Das hat Boris Johnson gesagt, als er in Kiew zu Besuch war. Kurz darauf wurden die Friedensverhandlungen abgebrochen. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat zu den Friedensverhandlungen in Istanbul gesagt, es gibt Kräfte im Westen, die keinen Frieden wollen. Es gibt Berichte aus Foreign Affairs, wonach die USA und Großbritannien Druck auf die Ukraine ausgeübt haben, dass die Gespräche abgebrochen werden sollten. Es gibt ein Interview von Naftali Bennett, wo er das bestätigt hat. Also, wir haben wirklich von zahlreichen Augenzeugen Berichte, wir haben zahlreiche Medienberichte, die sich darauf berufen, dass der Westen einen Frieden verhindert hat. Und die Überlegung, die ist da eine relativ klare. Da sterben nur Ukrainer. Was interessieren uns schon Ukrainer, wo die ukrainische Ostgrenze genau verläuft? Ob jetzt Kramatorsk auf der einen Seite der Grenze oder der anderen liegt, Lysychansk auf der einen Seite der Grenze oder der anderen, das kann uns doch ehrlich gesagt egal sein. Wir schwächen Russland und das ist gut. Wir wollen ja schließlich Kapazitäten für den neuen großen Krieg gegen China haben. Russland verliert. Die USA verlieren nichts, außer vielleicht ein bisschen Geld. Die Rüstungsindustrie wird sogar angekurbelt. Das ist doch eigentlich auch wunderbar.
Und die Ukrainer, die sterben massenweise, aber ja, die sind vielleicht nur für den westeuropäischen Arbeitsmarkt interessant, aber die Westeuropäer vertreten ihre eigenen Interessen innerhalb des Westens ja sowieso nicht so richtig. Also aus Sicht amerikanischer Geostrategen, ja, absolut der Grund, noch mehr Waffen zu liefern, diesen Krieg noch mehr in die Länge zu ziehen. Lindsey Graham hat schon gesagt, ja, das ist das beste Geld, das wir je ausgegeben haben zu den Waffenlieferungen, die nach Kiew gehen. Sein Argument, es sterben Russen, es sterben aber keine Amerikaner. Das heißt, die USA werden überhaupt nicht geschwächt in ihrer Wehrfähigkeit. Ja, sie liefern ein paar Waffen, wirbelt ja sogar die Rüstungsindustrie an. Also ja, im Westen sehen das viele Strategen, die die Entscheidungen treffen, eben anders. Es geht eben dem Westen nicht darum, Frieden zu schaffen. Es geht dem Westen darum, Russland zu schwächen, damit der Westen sich auf seine Konfrontation gegen China konzentrieren kann. Alle, außer Putin, alle wollen Frieden. Was für ein In dieser Lesart ist das hier übrigens nur das Vorspiel zu einem viel größeren Krieg oder zumindest zu einem viel größeren Kalten Krieg gegenüber China. Ein seltener und bei aller Tragik schöner Moment der Einigkeit könnte das sein, wenn nun alle gemeinsam konstruktiv über eine Lösung nachdenken würden. Stattdessen wird dieser große, wichtige Moment in der hiesigen Debatte für politische Kleingeistigkeit missbraucht. Erstens Verschwörungserzählungen. Bei jedem Besuch politischer RepräsentantInnen in Da bin ich jetzt gespannt. Kiew, ob Ursula von der Leyen oder jetzt Joe Biden, wird vermutet, dass alles nur inszeniert sei, weil fast jedes Mal der Luftalarm ertönt. Und das kann natürlich. Das ist jetzt schon eine Verschwörungserzählung. Also, dass da Leute sagen, okay, die schalten die Luftalarm an, damit sie schöne Pressebilder haben. Okay. Also, wenn auf dem Level schon Verschwörungserzählungen anfangen, dann will ich nicht wissen, was Bosetti sonst noch so als Verschwörungserzählung diffamiert. Wahr sein. Aber angesichts der Tatsache, dass es in der Ukraine seit einem Jahr keinen Tag ohne Luftalarm mehr gab, fehlen mir ein wenig die Indizien für so eine Vermutung. Zweitens, parteipolitische Machtkämpfe. Den Grünen zum Beispiel wird vorgeworfen, sie seien jubelnd zur Kriegspartei geworden, obwohl sie noch im Wahlkampf 2021 mit dem Slogan geworben haben, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Nein, das ist eine demokratietheoretische Kritik. Also die Parteien versprechen den Wählern etwas vor der Wahl, hier keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Und nach der Wahl machen sie dann exakt das Gegenteil. Die Grünen sind die heftigsten Kriegstreiber, sowohl in der Ukraine als auch jetzt im Nahen Osten. Also die Grünen fordern doch gerade Waffenlieferungen nach Israel. Politiker wie Sarah Wagenknecht, die auf Frieden und Kompromiss aus sind, die sind in beiden Konflikten, zumindest was das betrifft, einer Meinung, die wollen keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Denn sowohl die Ukraine als auch Israel, die haben beide eine Sache gemeinsam. Diese Länder brauchen nicht noch mehr Waffen. Beide Länder brauchen mehr Diplomaten. Ja, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie Bosetti die Grünen verteidigt. Und ja, das kann man ihnen vorwerfen, aber ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, von ihnen zu fordern, sich nun an ein unterkomplexes Wahlplakat zu halten, anstatt sie darauf hinzuweisen, dass sie keinen unterkomplexen Quatsch auf Wahlplakate schreiben sollten. Und ich weiß nicht, ob es Unterkomplexer Quatsch. Einfach zu sagen, wir sollten uns nicht in die Konflikte anderer Länder, die uns nichts eingehen, anmischen. Außer vielleicht, dass wir versuchen sollten, Frieden zu vermitteln. Das ist unterkomplex. Nee, das ist eine vernünftige Haltung, diese Politik der Nichteinmischung. Das ist die, die dem Völkerrecht entspricht. Das Völkerrecht ruft dazu auf, Konflikte gewaltfrei zu klären. Also, das ist eine ja zutiefst humanistische Haltung, die sich aus dem Völkerrecht ergibt und die die Grünen, ja, und die auch bei vielen Wählern beliebt sind und deswegen haben die Grünen das auch auf ihre Wahlplakate gedruckt. Aber ja, das dumme Stimmvieh, dem kann man halt vor der Wahl das eine erzählen. Was interessiert einen schon das eigene Geschwätz von gestern? sinnvoll ist, sich tagelang an Versprechern von Frau Baerbock aufzugeilen, als seien sie nicht in allererster Linie eine. I will deliver, no matter what my German voters think. Das war wohl kein Versprecher. Egal, ja, sie hat gesagt, Putin müsse eine 360-Grad-Wende hinlegen, damit die Ukraine in Sicherheit leben könne. Aber ich weiß gar nicht, was daran falsch sein soll. Wenn Putin sich einmal um 360 Grad dreht, mag er nachher so stehen wie vorher, aber er hat sich zumindest einmal in alle Richtungen umgesehen. Das könnte ja durchaus lehrreich sein. Drittens, Lagerbildung. Leute beschimpfen einander entweder als Kriegstreiber oder als Handlanger Putins. Dabei sind Rosetti ist eine Kriegstreiberin. Dass sie sich hier auf Lager über Lagerbildung beschwert, das ist sowas von blanker Hohn. Wir hatten ihr eigenes Karl Schmidtsches Politikverständnis, das auf Lagerbildung, das auf einer klaren Freund-Feind-Dichotomie beruht, ja schon in Folge 4 und in Folge 8 und auch in Folge 1 herausgearbeitet. Schaut euch die Folgen gerne nochmal an. Aber es ist so offenbar, dass Bosetti diese Lagerbildung selbst bei allen möglichen Themenfeldern befördert, außer vielleicht beim Thema Abtreibung. Das
fand ich dann doch ein bisschen seltsam, die eine Folge, wo wir darauf reagiert hatten, aber egal. Wir werden auch beim Ukraine-Krieg nämlich in der nächsten Folge noch sehen, dass Buzetti hier auch sehr, sehr radikale Lagerbildung betreibt und dass sie wirklich zu einer der übelsten Kriegstreiberinnen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört. Alle, außer Dass sie sich jetzt über Lagerbildung beschwert, das ist so prophetisch. Also echt, man kann Buzetti, wir reden von heute und Buzetti, wir reden von 2 Wochen einfach mal gegenüberstellen und sie beschwert sich hier über Lagerbildung und wird das in der nächsten Folge noch ja, in übelster Form selbst betreiben. Es ist unglaublich. Putin für Frieden. Zumindest behaupten das alle vehement. Anstatt das anzuerkennen, wird der Begriff Frieden instrumentalisiert, vereinnahmt, an sich gerissen und sich wie grotesker Schmuck um den Hals gehängt. Es ist verrückt. Angeblich wollen alle Frieden, aber zugleich behaupten alle nur, sie selbst wollten Frieden. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht haben sogar ein Manifest für Frieden geschrieben, was rhetorisch natürlich geschickt ist. Der Westen will keinen Frieden. Und wenn ich der Westen sage, meine ich natürlich nicht die Bevölkerungen, sondern die Regierungen. Die wollen keinen Frieden. Jedenfalls in der überwiegenden Mehrzahl nicht. Es gibt einzelne Ausnahmen wie die Türkei, wie Israel. Ja, Israel gehörte damals tatsächlich zu den Friedensvermittlern. Wäre schön, wenn es Konflikte in der eigenen Nachbarschaft auch ähnlich friedlich lösen will, würde, aber ist eine andere Geschichte. Aber ja. Ja. Es gibt einzelne Länder im Westen, die ausscheren. Auch Ungarn hat immer wieder auf eine friedliche Lösung hingedrungen. Aber diese Länder sind nun mal im Westen in der Minderheit. Ist, weil schon der Titel suggeriert, alle anderen wollten Menschen sterben sehen oder würden einen dritten Weltkrieg billigend in Nicht andere an alle anderen, sondern die Regierungen. Kauf nehmen. Dieses Manifest für Frieden besteht ohnehin hauptsächlich aus Rhetorik. Darin stehen Sätze wie: Es ist zu befürchten, dass Putin spätestens bei einem Angriff auf die Krim zu einem maximalen Gegenschlag. Die Krim ist schon seit, also wird von Russland seit 2014 als russisches Staatsgebiet betrachtet. Also ist ja das durchaus zu befürchten, dass Russland einen Angriff auf sein eigenes Staatsgebiet so beantwortet. Auch ein ukrainischer Sieg über die Krim würde diesen Krieg nicht beenden, aber eine russische Atombombe auf Kiew oder Lviv könnte das sehr wohl. Es Aus. ist sehr wohl sehr unwahrscheinlich, weil die Ukraine die Krim nicht zurückerobern wird. Die ukrainische Frühlings- bzw. Sommeroffensive ist so katastrophal gescheitert, dass diese Hoffnung auf einen militärischen Sieg der Ukraine jetzt ja hoffentlich auch bei den Kriegstreibern ein für alle Mal ausgeräumt sind und endlich ja auf Friedensverhandlungen hingearbeitet werden könnte. Also das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe, dass dieses Sterben in einigen Monaten, vielleicht in einigen Quartalen bald aufhört. Denn so kann es ja nicht weitergehen, dass die Ukraine ihre gesamte junge männliche Generation verheizt an der Front. Holt, als sei eine versuchte Rückeroberung der Krim durch die Ukraine ein Präventivschlag auf russischem Staatsgebiet, auf den Putin mit einem Gegenschlag reagieren könnte. Und es Aus russischer Sicht ist das seit 2014 russisches Staatsgebiet. wird von einer Eskalation der Waffenlieferungen gesprochen, als sei die Unterstützung zur Ja, exakt. Also man liefert immer tödlichere, immer gefährlichere Waffen an die Ukraine. Definitiv. Und Selenskyj hat auch schon die atomare Bewaffnung der Ukraine gefordert. Vor Kriegsbeginn. Vor Kriegsbeginn. Das heißt, wenn man die ukrainischen Forderungen erfüllen würde, also er hat das so verklausuliert ausgedrückt, mit, ja, wir müssen das Budapester Memorandum überdenken, bla bla bla, aber de facto meinte er, ich will atomare wieder bewaffnen. Das alles ist enthalten in der zweiteiligen Analyse von Grenzgängerstudios. Das ist nicht unser Krieg, die Recherche. Also da geht es um den Ukraine-Krieg. Schaut euch die gerne an, ist auf dem Kanal Grenzgängerstudios zu sehen. Selbstverteidigung des angegriffenen Landes, das eskalierende Element dieses Krieges. Und weil das nicht reicht, werden im Manifest für Frieden noch eine Reihe emotionalisierender Fragen gestellt, die aber leider alle unbeantwortet bleiben. Wie lange noch soll auf dem Schlachtfeld Ukraine gekämpft und gestorben werden? Geraten wir unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Ja, Richtung. wie lange noch? Also dieses Manifest ist jetzt schon über ein halbes Jahr her. Wie lange noch? Weltkrieg und Atomkrieg? Der Krieg kann nur am Verhandlungstisch beendet werden. Ja, das ist schon wieder bestätigt. Der militärische Vormarsch der Ukraine ist gescheitert. Warum dann nicht? Also, die haben ein paar zerschossene Dörfer wieder zurückerobert, aber das war's. Das war's. Die Sommeroffensive bzw. Frühlingsoffensive sollte ja eigentlich eine Frühlingsoffensive werden, hat sich dann immer weiter nach hinten verschoben, ist dann zu einer Sommeroffensive geworden, die ist stecken geblieben. Jetzt, sofort, das ist lustig und traurig und lustig, denn die Frage, wieso der Krieg nicht jetzt sofort am Verhandlungstisch beendet werden kann, lässt sich ja recht leicht beantworten.
weil Putin. The West is not ready for peace yet. Das ist die Antwort. Das nicht will. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben allen Ernstes ein Manifest geschrieben, in dem sie von Olaf Scholz fordern, dass Putin jetzt. Das ist einfach eine Lüge. Russlands Bedingungen für ein Ende des Krieges sind Demilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität und Anerkennung der territoriellen Realitäten. Und die ersten drei Dinge, Entnazifizierung, Demilitarisierung, Neutralität, die sollte man doch wohl bereit sein, Russland zuzugestehen. Also an einer neutralen Ukraine wird am Ende nichts vorbeiführen. Man wird dann ja wohl noch raushandeln können, dass das westliche Kapital auch weiterhin in der Ukraine seine Geschäfte machen kann, aber das russische Kapital eben auch, also dass die Ukraine Kapital aus beiden Seiten anziehen darf. Vielleicht bietet man der Ukraine sogar ein Vorzug des Handelsabkommens mit beiden Seiten an, sodass die Ukraine als Brücke zwischen Ost und West dienen kann und zu einem, ja, dass die ukrainische Wirtschaft vielleicht auch aufblühen kann. Die Neutralität ist die Bedingung für den wirtschaftlichen, ja, Wiederaufstieg der Ukraine. Die Neutralität ist nichts, was dem entgegensteht, aber ja, über solche Fragen diskutiert man natürlich nicht. Und Anerkennung der territoriellen Realitäten, da wird man tatsächlich was zu verhandeln haben. Aber das sind dann Detailfragen. Man wird dann detailliert verhandeln müssen, wo wird die russische Westgrenze, wo wird die ukrainische Ostgrenze verlaufen. Und nicht, da wird man keine Grundsatzentscheidung fällen können im Sinne von, die Ukraine bekommt alles zurück oder Russland bekommt jetzt alles, was es annektieren wollte oder sogar noch mehr. Sondern man wird wirklich detailliert verhandeln müssen, welche Stadt, welches Dorf liegt auf der Seite oder auf jener Seite, auf dieser oder unter jeder Seite der Grenze? Das ist das, was man genau wird verhandeln müssen. Und ja, dazu ist man in westlichen Hauptstädten aktuell nicht bereit. Mal bitte verhandeln soll. Das sagen Sie natürlich nicht genauso. Sie sagen, er solle sich dafür einsetzen und Schaden vom deutschen Volk abwenden. Aber mal ehrlich, was glaubt ihr denn? Dass Olaf Scholz antwortet, Verhandlungen? Krasse Idee, ich hatte total vergessen, dass sowas existiert. Okay, bei Olaf Scholz könnte das vielleicht wirklich passieren. Ich nehme hiermit alle Kritik an Wagenknechts und Schwarzes Manifest zurück. Aber das Problem, viel Rhetorik, wenig Lösung. Hey, Folge 11 und der erste Witz von Bosetti, den ich tatsächlich mal lustig fand. Habe jetzt in so einem Husten verschluckt, weil ich noch so ein bisschen Halsschmerzen habe. Aber ja, 11 Folgen hat es gedauert. Hat Bosetti tatsächlich mal einen Witz gemacht, der halbwegs lustig war. Das können wir uns, glaube ich, merken, denn das kommt hier leider nicht so häufig vor. Zieht sich leider auch durch die Argumentation anderer Waffenlieferungsskeptiker. Ich wünschte wirklich, es wäre anders. Aber überall nur blumige Worte und nichtssagende Anekdoten. Alexander Kluge hat in einem Interview mit Zeit Online auf die Frage, was er vorschlage, um den Krieg zu beenden, eine etwas zu lang geratene Antwort mit den Worten eingeleitet. Lassen Sie mich ein Beispiel von weit her holen. Als Alexander der Große mit seiner kleinen mazedonischen Streitmacht das Perserreich in einer Schlacht in Kleinasien besiegt hatte, tat er etwas für Herrscher recht Ungewöhnliches. Er machte Pause. Ein Vorschlag kam danach nicht mehr. Vielleicht war der Vorschlag, dass Putin einfach mal Pause machen soll. Gute Idee eigentlich. So eine dämliche intellektuelle Antwort. Wir können davon ausgehen, dass Bosetti das hier sehr aus dem Kontext reißt, aber da hätte man eine konkrete Antwort schon geben können. Also die russischen Forderungen liegen ja klar auf der Hand, die sind nicht geheim, die hat die russische Regierung offen rausgegeben, auch auf Deutsch, die russische Botschaft hat das auf Deutsch, die russische Botschaft in Deutschland hat das auf Deutsch auf X getweetet. Das heißt, man kann das da ganz offen nachlesen, das ist kein Geheimnis, jeder kann das sehen, jeder kann die russischen Forderungen sehen und jeder kann sich sein eigenes Bild machen, was er davon hält. Das ist jetzt nichts, was in irgendwelchen Hinterzimmern angeboten wurde, das ist ganz offen zugänglich. Eigentlich, warum schlagen Sie das denn nicht Putin vor? In dem Interview sagte Kluge auch, der Krieg laufe unter anderem weiter, weil die Ukraine mit ihren Maximalforderungen Verhandlungen... 100%. Hier hat Kluge recht, das ist eine vernünftige Analyse. Selenskyj hat Verhandlungen mit Putin verboten. Selenskyj beharrt auf eine Rückeroberung der Krim, was völlig illusorisch ist. Das ist eine völlig unrealistische Maximalforderung. Auf Basis dessen kann man keinen Frieden schließen. Das war ja auch nicht immer die ukrainische Position. Also im Frühjahr 2022 war die Ukraine ja tatsächlich zu einem Friedensstoß mit Russland mit weitreichenden Kompromissen bereit. Aber damals wollte das der Westen nicht. Vor allem London und Washington. Aber nichts an dem Interview ist so schön wie der Abschluss. Zeit Online fragt, haben Sie Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges? Und Kluge antwortet,
In der Geschichte von uns Menschen sind Erfahrungen verborgen, die sagen, es gibt fast immer einen Ausweg. In der Zukunft warten noch viele ungezeugte Kinder. Jedes will geboren werden. Das ist mehr als ein Schutzengel. Ich übersetze das mal. Alexander Kluge. Man hätte es auch klarer sagen können, der Krieg wird durch Verhandlungen enden. Es wird nicht den militärischen Sieg einer Seite geben. Und wenn es den militärischen Sieg gibt, dann dauert das noch ziemlich lange. Es wird noch ziemlich viele Menschenleben kosten. Und dann wird dieser Sieger nicht die Ukraine sein, sondern eher Russland. Also das wäre eine ehrliche Antwort auf diese Frage. Man kann natürlich nie in die Zukunft schauen. Vielleicht kommt es in Moskau auch völlig überraschend zu einem Regimewechsel und die neue Regierung, die beendet dann den Krieg schnell. Aber unter den aktuellen Gegebenheiten sieht es so aus, als würde die Ukraine schneller ausbluten als Russland, einfach weil sie weniger Menschen hat, die sie an der Front verheizen kann. Also das ist die brutale Logik, die in einem Abnutzungskrieg gilt. Du weißt es auch nicht. Können wir das nicht einfach mal aushalten? Können wir nicht aushalten, dass wir es alle nicht wissen? Die eigene und kollektive Ratlosigkeit ertragen, ohne dass diese in so, doch, man kann ja logisch überlegen, was passiert, wenn der Krieg weitergeht. Das ist ja nichts, was man nicht tun könnte. Welche Szenarien sind halbwegs realistisch und welche sind unrealistisch? Und diese Szenarien, die Ukraine erobert das gesamte Gebiet zurück, das ist unrealistisch. Und Russland könnte auf dieses Szenario adäquat reagieren und so viele Soldaten mobilisieren, dass Russland ein personelles Übergewicht erreichen könnte, selbst wenn das militärisch möglich wäre. Selbst dann hätte Russland immer noch den längeren Atem. Also wenn die NATO keine eigenen Soldaten sendet, dann wird die Ukraine wahrscheinlich eher ausbluten. Also das ist jetzt natürlich auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Wenn die russischen Verluste die ukrainischen plötzlich um das Zigfache übersteigen sollten, was natürlich sein kann, wir haben ja keine offiziellen Angaben über die Ukraine, über die Verluste, dann kann sich das, wenn alles ist unwahrscheinlich, es steht nicht zu erwarten. Also das ist nicht das, wovon wir aktuell ausgehen können. Untätigkeit münden muss. Und das ist ja das, was wir machen sollten. Wir sollten eine sachbezogene Diskussion darüber führen. Wir sollten darüber diskutieren, wie viele Panzer haben wir in unseren Lagern, wie viele Soldaten kann die Ukraine mobilisieren, wie viele Tote sind wir bereit zu produzieren für diesen großen Sieg des Westens. Oder geht es uns vielleicht gar nicht darum, diesen Krieg zu beenden, sondern wollen wir einfach nur Russland schwächen? Ist einfach nur das unser Ziel? Geht es gar nicht um die Ukraine? Doch wenn man solche Fragen stellt, dann ist man ja, dann ist man ja ganz böse oder Verschwörungs noch was oder ach, also wie empört sie hier schon auf sachliche Bemerkungen Kluges, wie die unrealistischen Maximalziele der Ukraine reagiert? Das spricht ja an sich schon Bände. Ich habe trotz meiner Ratlosigkeit natürlich auch eine Haltung zu dem Thema. Um diese Haltung zu verdeutlichen, lasst mich euch eine Geschichte über Alexander den Großen erzählen. Nein, lasst es mich so sagen. Wenn man sieht, wie Johannes aus der 6a von Lukas aus der 9b verprügelt wird, ist euch aufgefallen, wie ich Vornamen gewählt habe, über die sich die CDU nicht aufregen kann? Wenn man das also sieht, ist es moralisch falsch, dem verprügelten Sechstklässler nicht zu helfen. Zugleich ist es, sofern man selbst zum Beispiel Achtklässlerin ist, schon verständlich, wenn man sich nicht so nah rantraut, weil man befürchtet, sonst selbst von dem Neuntklässler verprügelt zu werden. Die Frage ist nun, wie schafft man es, den Sechstklässler zu retten, ohne dass der Neuntklässler merkt, dass man den Sechstklässler rettet? Ich glaube, das geht vielleicht gar nicht. Und ich glaube noch etwas. Wenn der Neuntklässler Putin heißt, hängt es nicht von der Russland ist kein pubertierendes Kind. Russland ist ein Staat mit eigenen Interessen, auf die man zugehen kann. Ja, diese Infantilisierung der politischen Diskussion, die ist etwas, was mich so unglaublich stört. Und das, ich wollte es gerade den Walkies zuschreiben, aber das erlebt man wirklich auf allen Ebenen. Und diese Vergewaltigungsvergleiche, ich sage, ich habe es ja schon in der vergangenen Folge gesagt, das sind bescheuerte Analogien, die wir lieber nicht ziehen sollten. Wir sollten lieber über die Forderungen und die Interessen Russlands reden, über unsere eigenen Interessen und dann schauen, wie wir dazwischen einen Kompromiss kriegen können. Und natürlich auch über die Interessen der Ukraine, aber die Ukraine ist ja komplett abhängig von dem, was wir machen. Also wir, der Westen, den habe ich jetzt mal als Kollektiv genommen. Natürlich ist Deutschland nur ein kleiner Teil des Westens. Natürlich gibt im Westen die aktuelle USA den Ton an. Aber ja, das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Wir müssen über Interessen reden und nicht über Werte. Hauke Ritz hat dazu mal einen sehr schönen Satz gesagt, den ich nur immer wieder zitieren kann. Wo heute über Werte geredet wird, wird morgen geschossen. Sein Argument war, dass man über Werte ja nicht sprechen könne. Bei Werten, da sei kein Kompromiss möglich. Aber bei Interessen, da sei sehr wohl ein Kompromiss möglich. Und das stimmt. Komplett. Hauke Ritz hat in diesem Punkt komplett recht. Wenn wir da unsere Werte gegen Russland verteidigen wollen, dann wird dieser Krieg ewig lange weitergehen. Also bei Werten, da ist auch kein Kompromiss möglich, weil bei Werten es automatisch so sein muss, dass wir die richtigen haben und Russland die falschen, egal um was für Werte es gerade konkret geht.
Also unsere Presse schafft es ja sogar, so eine Diktatur wie die Ukraine, in der Kritiker weggesperrt werden und mit dem Tod bedroht werden. Und der, ja, Rechtsradikale in hohen Führungspositionen sind, die zu einer, ja, einer freiheitlichen Demokratie umzudichten. Und der, ja, Kandidaten nur evident werden können, wenn sie entweder selber Oligarch sind oder die Unterstützung irgendeines Oligarchen haben. Aber das ist, ja, das ist halt das Wesen unserer Presse, dass sie im Großen und Ganzen die Haltung der Regierung vertritt. Des Eingreifens ab, ob er seine Prügelei ausweitet, sondern davon, ob er die Achtklässlerin für besiegbar hält. Um es nochmal zu sagen, das hat übrigens nicht mit irgendwelchen Verschwörungstheorien zu tun, sondern das lässt sich unter anderem mit Noam Chomskys Propagandamodell erklären. Die Presse dient in einem kapitalistischen Staat erst einmal den Interessen der Kapitalbesitzer, die die Presse berichten, die meistens mit den Interessen der Regierung kongruent sind. Und zweitens, ja, sehen sich diese Journalisten, wenn sie kritisch hinterfragen, wenn sie ihre Regierung anzweifeln, zweifeln sie nicht die Zwecke der Regierung an, sondern sie zweifeln nur an, ob die Handlungen der Regierung geeignet sind, die Zwecke der Regierung zu erreichen. Und die Zwecke der Regierung, ja, die sind halt oberflächlich. Wir wollen Freiheit sichern, wir wollen Demokratie sichern, wir wollen bla 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 bla. Diese ganze Propagandaerzählung, die man der Bevölkerung verkauft und die Presse kritiklos wiedergibt. In Wahrheit geht es natürlich, wir wollen unseren Kapitalstandort stärken, wir wollen unseren Platz in der internationalen Konkurrenz sichern. Darum geht es in der Realität, aber das wird von Journalisten nicht benannt. Journalisten diskutieren innerhalb des anerkannten Frames, innerhalb des, ja, innerhalb eines Narrativs. Sie argumentieren normalerweise nicht außerhalb dieses Narrativs, sondern sie agieren immer innerhalb dieses Narrativs. Das lässt sich mit der Konzeption kapitalistischer Demokratien, mit, ja, den Eigentumsverhältnissen, wie gesagt, die meisten Presseorgane gehören einzelnen Kapitalisten. Das lässt sich damit ziemlich leicht erklären. Und das lässt sich auch mit Netzwerken, die der Staat natürlich nutzt, um die aktuelle Verfassung der Presse zu sichern, auch noch zusätzlich erklären. Also wir haben ja in Deutschland sowas wie die Atlantikbrücke, den German Marshall Fonds, die in viele Zeitungen reinregieren. Also das sind so verschiedene Erklärungsansätze. Wie gesagt, Noam Chomskys Propagandamodell fasst die ganz prominent zusammen und erklärt, warum die Presse in unserer, ja, Demokratie halt so berichtet, wie sie es tut. Tolle Theorie, oder? Und das Tollste an meiner Theorie: Ich weiß, dass ich nicht weiß, ob sie stimmt. Natürlich gibt es Menschen, die sehr viel mehr Ahnung von der Materie haben als ich und deshalb Einschätzungen abgeben können, die mit höherer Wahrscheinlichkeit mit der Realität übereinstimmen. Aber diese Menschen haben alle eines gemeinsam. Sie heißen nicht Alexander Kluge und sie heißen nicht Alice Schwarzer. Und nicht falsch verstehen, ich möchte Frau Schwarzer nicht verbieten, eine Meinung zu diesem Thema zu besitzen und zu äußern. Dies ist bloß ein Plädoyer an Sie und die meisten anderen, sich und der Welt. Das ist nur ein Plädoyer. Also ich glaube, dann können wir jetzt Schluss machen. Ich meine, wir werden das in der nächsten Folge noch ein bisschen genauer sehen, dass es hier eben nicht nur um ein Plädoyer geht, sondern wir werden in der nächsten Folge noch ziemlich gut sehen, dass, ja, Rosetti wirklich zu einer wirklich üblen Kriegstreiberei neigt.